Da ist schon wieder so ein aller Knochenmensch. Was war denn das? Was ist denn das hier? Eisen? Wieso schwebt denn hier Eisen? Hä? Was ist das denn? Herzlich willkommen bei Mr. Kuno 7011. Heute sind wir wieder beim Cloud und wir wollen auch den Cloud suchen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir wollen heute den Cloud suchen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Vielleicht treffen wir auch den Sari unterwegs. Mal schauen, weil der Sari ist nämlich bei mir in der Nähe. So. Ja. Dann werden wir mal losstiefeln. Grob ungefähr weiß ich das schon mal, wo wir den Cloud vielleicht finden. Muss ja mal gucken, ob die Luft rein ist. Nicht, dass bei mir hier alles zersprengt gleich. So, wir müssen nämlich jetzt erstmal Richtung Dorf gehen. Da müssen wir jetzt erstmal lang. Ah, hier sind meine ganzen Setzlinge. Die sind noch nicht gewachsen. Wenn hier hinten nicht keiner ist, wenn man zu weit weg ist, wächst ja nichts weiter. Das ist schade, dass es nur so ein kleiner Radius ist, wo es dann weiter wächst. Zack. Oh, ich muss ja mal was essen. Ich gehe hier mit leerem Bauch los. Geht ja gar nicht. So, zack. So, jetzt sind wir hier beim Dorf. Aber so wie es ausschaut, ist das Dorf hier verlassen. Nichts mehr da auf dem Beete. Kein Dorfbewohner mehr zu sehen. Was ist denn mit den ganzen Dorfbewohnern passiert? Ist da keiner mehr da? So, und dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier rüber. Hier müssen wir, glaube ich, rüber. So. Zack, hier zwischendurch irgendwie. Und dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Ich kann mich da zwar täuschen, aber es geht, glaube ich, hier lang. Oh, hier muss ich aufpassen, dass ich nirgendwo so reinfalle. In die riesen Creeperlöcher hier. So. Ich glaube, wir sind fast wohl richtig hier, wa? Müssen wir uns mal irgendwas hier merken, dass wir auch mal wieder zurückfinden. Das ist ja auch noch so eine Sache. Nicht, dass wir nachher nicht mehr zurückkommen. So. Mal sehen, wie weit das ist. Wie weit wir hier weg sind von unserem Cloud. Gehen wir hier lang. Da hinten leuchtet schon irgendwas. Und da hinten müsste das sein vom Cloud. Müsste es sein. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir da sind. Da ist schon wieder so ein aller Knochenmensch. Was war denn das? Was ist denn das hier? Eisen? Wieso schwebt denn hier Eisen? Hä? Was ist das denn? Hat mir jemand hier einen Wegweiser gemacht aus Eisen? Zack. Nur los. Ah, und ein Blätter schon wieder. Ja, das sieht hier irgendwie nach Cloud aus. Creeperlöcher. Genau. Hey,
Ich habe immer noch keine Kartoffeln angepflanzt. Aber ich habe jetzt schon selber welche gefunden. Habe ich mir stibitzt bei den anderen. Aber ich habe auch gleich wieder welche noch nachgepflanzt. So ist es ja natürlich nicht. Sieht so verlassen aus. Kein Bett mehr, nichts mehr drin hier. Ist er ausgezogen? So, hoch hier. So, da sind Schafe. So. Und nun? Nun weiß ich nicht mehr weiter. Muss die Richtung sein. Ach, da hinten. Da hinten habe ich die Burg blitzen sehen eben. Genau. Da ist sie. Mag den Gestrüpp hier. Was ist denn das hier für ein Urwald? Alles zugewuchert hier. Muss man mal ein bisschen freiräumen hier. Ist alles zugewuchert. Sein Tor ist zu. Sein Tor ist zu. Darf man also nicht rein. Ja, Leute, wir haben Cloud gefunden. Hehe. Und er sucht uns tagelang hier. Dabei sind wir nämlich gar nicht so weit weg. Und der Sari ist auch nicht so weit weg. Ja. Gut. Dann werden wir mal zurückgehen. Nicht, dass uns noch die Nacht überrascht jetzt hier. Dann sehen wir nämlich nicht so gut aus. Dann sehen wir nämlich alt aus. Zack. Aber das war schon ein Ding da mit dem Eisen dort. Da ist bestimmt ein Zombie oder irgendwas gestorben. Hat er uns Eisen da gelassen. So, jetzt nochmal rüber hier. Rüber schwimmen. Meine Güte. So viel Feuer futtert der Bauch voll. Wenn man beinahe abgegluckert hier. Zack. Hier liegt schon wieder was. Und eine Kartoffel mit. Mit vergorenes Fleisch. Das ist ja ein Ding. So, da hinten ist das Dorf. Und da müssen wir dann auch hin. Zack, zack. Schnell, schnell, schnell. Sonst kommen wir nicht mehr nach Hause. Hier noch in die Löcher fallen hier. Das wollt ihr nur, wa? Mich hier sterben sehen. Wartet mal kurz, ich muss mal eine Karte aufmachen. Aha. Na gut. Wo ist das Dorf jetzt? Ach, da. Da müssen wir lang. Und noch was essen gleich noch. Mal gucken hier. Ob kein Creeper in der Nähe ist. Zack, zack. So, hier lang, so lang. Und dann hier rüber. So. Da sind wir schon wieder beim Dorf. Aber was ist hier los? Nicht mehr da. Keine Dorfbewohner. Alles verlassen hier. Was ist mit den Dorfbewohnern passiert? Ja. Hier hat einer eine Feld geplündert. Und dann hatten die Dorfbewohner auch nichts mehr zu essen. So sieht das aus. Sind verhungert. Weil sie nichts mehr nachbauen konnten. Ach du Kamel. Fällt der hier auch noch drin? Komm raus hier. So. Zack, zack. Du bist auch noch dran. Ne? Ja, jetzt können wir ja auf dem Rückweg können wir ja was mitnehmen. Zack, 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 zack. So. Aber wir müssen da lang. Lololo.
Mal sehen, ob wir es schaffen, heile nach Hause zu kommen. Zack, zack, zack. So. Nochmal die Karte öffnen. Aha. Wir haben hier noch eine Karte bei. Mal sehen, was die jetzt anzeigt. Oh, es wird dunkel, Leute. Aha. Aber wir müssen nach Hause rennen. Sonst haben wir doch noch Pech hier. Dass wir überfallen werden. Okizuki. Ja, hier habe ich schon mal ein paar Schafe eben eingegattert. Ich brauche nämlich Wolle. Für ein paar Wände. Schneeweiße Wolle-Wände brauche ich. Hier habe ich dann die Kartoffeln und die Möhren jetzt erstmal reingemacht. Bis sie dann noch mehr werden. Wird das ganze Feld voll mit. Dann können wir schön Kartoffeln und Möhren essen. Jo, geschafft, Leute. Ein Tagesausflug war es. Ja, wie versprochen, nächstes Mal geht's dann los. Eigentlich sollte ja jetzt schon eine Baufolge wieder kommen, aber ich habe mich das überlegt. Wir suchen erstmal den Cloud. Und mein Pferdchen ist noch da. Das muss ich mal langsam zähmen. Eine Leine habe ich schon. Habe schon Slime gefunden. Habe schon eine Leine gemacht. Jetzt fehlt mir noch nur noch der Sattel. Jetzt fehlt mir nämlich nur noch der Sattel, Leute. Und dann kann ich hier durch die Gegend reiten. Ja, ich werde dann erstmal Schluss machen jetzt. Vielen Dank fürs Reinschauen wieder. Und tschüssi, sagt der Kuno. Bis bald. Ciao.